Sehr geehrter Herr Staatssekretär, liebe Gäste, für diejenigen unter Ihnen, die mich nicht kennen, mein Name ist Olaf Neumann. Ich bin Prorektor für Forschung, Kooperation und Digitalisierung an der Alice-Salomon-Hochschule und derzeitiger Vorstandsvorsitzender des IFAFs. Derzeitig deutet schon an, hier sind vier Hochschulen miteinander sozusagen im Verbund und planen und teilen sich die Arbeit. Also wir haben so Rotationsprinzipien, wie man sie aus guten alten WGs kennt. Ja. Und das hat einen Grund, denn nämlich vor gut 10 Jahren, am 1. September 2009, nahm das IFAF Berlin offiziell seine Arbeit auf, die sich kurz und prägnant zusammenfassen lässt: mit der Praxis erfolgreich forschen. Gefördert vom Land Berlin in einer deutschlandweit einmaligen Struktur, unterstützt das IFAF Berlin seitdem die Zusammenarbeit und interdisziplinäre Forschung der vier staatlichen Berliner Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Das sind die Beuth-Hochschule für Technik Berlin, die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und die Alice-Salomon-Hochschule. In diesen 10 Jahren haben wir viel erreicht und diese Erfolge wollen wir heute mit Ihnen feiern. Und zwar in einer ganz kurzweiligen Form wollen wir die Ausschnitte einiger Ergebnisse präsentieren. Bevor wir von den Erfahrungen der vier beteiligten Hochschulen in diesen Rotationen etc. und einigen Praxispartnern hören und dann anschließend im Science Slam werden sich einige Projekte sozusagen um ihre Gunst kämpfen, freue ich mich jetzt aber, den Staatssekretär Krach, dass der Zeit gefunden hat, für den regierenden Bürgermeister einzuspringen und uns mit einem Grußwort zu beehren. Herr Krach, wir freuen uns auf Ihren Beitrag.